Die historische Heimpleite hat die Schalker Spieler ziemlich durcheinander gebracht. Beim Training wird überwiegend die B-Mannschaft gescheucht. Viele Stammkräfte wie Boateng, Santana oder Neustädter sind nach dem Debakel gegen Madrid verletzt. Personalsorgen für Trainer Keller, ausgerechnet vor dem Bayern-Spiel. Der Coach muss nun mit seinem Team die Kurve kriegen, nach dem sportlichen Totalschaden in der Champions League. Ich möchte den Einzelnen nicht absprechen, dass sie nicht wollten, aber wie gesagt, als Mannschaft dann nicht mehr funktioniert haben. Und sowas wird natürlich gegen Real bitterbös bestraft. Und erst recht von den Bayern. Der Rekordmeister spielt seit Wochen in einer eigenen Liga. Ein riesiger Vorsprung in der Tabelle. Und am Samstag wollen die Münchner ihren eigenen Rekord von 15 Siegen in Serie einstellen. Fußball nahe dran an der Perfektion. Ja, die Bayern sind noch ballsicherer, wenn man das sieht, wie sie auch gegen die großen Mannschaften spielen. Sie sind noch ballsicherer, sie sind ja, vom Speed her ähnlich nach vorne wie Real und ja, wahnsinnig torgefährlich. Auch als Mannschaft funktionieren sie gut. Um sich gegen den Bayern-Sturm zu wappnen, hat Keller im Scherz vorgeschlagen, den Mannschaftsbus vors Tor zu stellen, angeschlagene Schalker und die Furcht, erneut in einer Torflut unterzugehen.